Weiter geht's weiter mit unserer munteren Reise durch Wysteria. Endlich sind wir zurück in Wysteria, nachdem wir den Olymp bestiegen haben, könnte man fast sagen. Wir haben Zeus bezogen. Hallo, Erisch! Hallo. Ich würde sagen, es war eine anstrengende Bergwanderung, aber jetzt sind wir zurück in der schönen, flachen Pflanzenwelt hier. Ja, uhu. Warte, dafür blase ich in die Tröte. So, ich würde mal sagen, wir haben es versprochen. Schnacken wir mal mit dem Meister Waldemar. Wenn du anpacken kannst und etwas Zeit hast, könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Ach stimmt, wir hatten ihm zuletzt die Schere besorgt. Die Ranken, die sich überall hier auf dem Pegasusplatz breit machen, müssen zurückgeschnitten werden. Aber mir hängt es langsam zum Hals raus. Oh, ein Gärtner keine Lust zum Gärtnern hat. Glücksschere nehmen, guter Mann. Und wenigstens drei von ihnen zurückschneiden. Arbeitsmoral. Ich habe sie mit Nick, wie siehst du das als wahrer Deutscher? Dass der keine Arbeitsmoral zeigt. Naja, direkt entlassen, ne? Würde ich aber auch so sagen, also. Hey, Erisch. Ja. Weißt du, du bist ja alt, ne? Mittelmäßig. Aber ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste hier. Und das fiel mir noch nicht auf. Ach Gott, das wird zum ersten Mal passiert und ich war erschüttert. Ich war wirklich erschüttert. Ich hab mit Dürme geschnackt und hab ich so erzählt, ja, im Januar, als ich 18 wurde, dann so, Moment. Nein, das war gar nicht diesen Januar. Diese Erkenntnis, dass es einfach nicht diesen Januar war, sondern letztes Jahr. Und dass ich jetzt bald schon 20 werde. Das hat mich schockiert, Erisch. Ja. Ich wurde überrollt. Ich weiß nicht, ich war so gedanklich so, ja, ist erst dieses Jahr her. Also diesen Januar war es, wo ich 18 wurde. Nein. Diesen wurde ich schon 19. Bist du eigentlich, Nick? Hier bin ich. Was muss man machen? Mit dem Rang muss man machen, oder? Ja. Ups, ich verliere jetzt auf einer anderen Quest, die ich ausgewählt hatte. Ich habe Ranken gesucht, da hinten sind keine. Und wundere mich schon, wo du hinläufst. Erisch, geht es jetzt manchmal auch so, dass du dich einfach jünger schätzt? Weißt du mal gesehen, wie ich aussehe? Nein, aber dass du gedanklich noch nicht so alt bist, also dich noch nicht so alt empfindest, als wirklich bist. Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es hilft auch nicht, dass eigentlich jeder mir dazu stimmt, dass ich jünger aussehe und jünger wirke, als ich eigentlich bin. Naja, dafür sagt deine biologische Uhr was ganz anderes, falls es dich beruhigt. So, Meister Waldemar. Ein wahres Alter. Die Straße sieht gleich viel nur damit ich mich jünger fühle, deshalb Erisch. Das kannst du mir glauben. Bist schon bei ihm? Also ich glaube, vom Verhalten her kann man echt denken, ich wäre älter. Gerade so, wie ich mich oft ausdrücke oder wenn ich irgendwas von der Jugend nicht verstehe. Dürme zum Beispiel hat mir heute ein Video gesendet, ich habe es nicht gerallt. Ich habe es nicht gerallt, weil es irgendwas Hippes, Modernes ist, was wahrscheinlich gerade im Trend ist. Du hast ein Händchen fürs Gärtnern. Und wo du meine magische Schere schon einmal in der Hand hast, habe ich einen Vorschlag. Es gibt hier in der Straße ein paar Büsche, die zurechtgestutzt und in Form gebracht werden müssen. Aber ich muss gestehen, dass mir einfach die Ideen ausgegangen sind. Oh, Erisch, wir können kreativ werden. Normalerweise fällt mir immer etwas Gutes ein. Aber heute weiß ich einfach nicht, was ich mit ihnen anstellen soll. Ich finde, so Nilfett hätte was. Einmal versuchen? Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert. Schau mal, was ich hier tue gerade. Den Büschen und wo bist du? Drauf los. Hinter dir. Denke an etwas Fantastisches und die Schere. Siehst du den werten Kollegen hier? Der Lump. Okay, er sieht ihn also. Dann würde ich sagen, ich geh mal kurz ins Wäre wechseln. Ja, verzieh dich. Boah. Ja, schon. Meine Güte. So, was zauber ich jetzt Schönes? Ninja-Schweine! Ninja-Schweine, ja. Erisch! Noch ein Schlunder. Kreativität ist bei dir nicht so, ne? Nicht wirklich. Aber ich bin auch vielleicht gerne fette Dinge. Was haben wir hier? Ist das nicht eigentlich perfekt. Mein Vorzug? Ja, aber warte mal, Nick hat gerade Schlunder, Ninja-Schweine, alles fett. Was ist mit mir passiert? Gefühl tauschen wir Rollen. Ich werd alt, du wirst fettfreudig. Fettfreudig ist auch so ein Wort. So, was habe ich hier jetzt? Nochmal Ninja-Schwein. Hey, die Helden. Hey. So, meinst du, ich krieg nochmal Ninja-Schweine? Dann. Bist du hingeworfen? Links oder ich rechts? Zwei Büsche. Ich nehme rechts, vertraue im Rechten mehr. Komm schon. Herz der Karten, ich will den Jackpot haben. Das ist hier wie Casino gerade, Erisch. Und, oh, zu Klo.
Ich hab beim einarmigen Banditen verloren. Immer besser als dein Zyklopengehilfe. Wir reden hier über keine Toten, Erisch. Das ist respektlos. Vor allem, wenn man so unerwürdig wie er gestorben ist. Naja, im Kampf gegen Nicole, aber er hat keine Chance. Ist er nicht ehrwürdig gestorben? Ja, gut, aber er wurde ziemlich zerhackstückelt von Nicole. Ja, ich meine, das ist doch Nicole, die ist auch ein Rambo. Die Frau hat alles gegeben. Weißt du, die war halt so, sie ist durch ihn durchgegangen, wie durch eine Gruppe von Menschen, die den Weg zum Wohlwort blockieren. Einfach so, Platz da! Ich muss hier durch! Und hat ihn weggerammt. So, Meister Waldemar, was geht ab? Hervorragende Arbeit. Du hast in der Tat ein Händchen dafür. Ey, das war's. Ja, das war's. So, dann haben wir die Ranken gerankt. Gibt's eine Quest außer die von Thaddeus Braus? Weil die schickt uns ja ein anderes Gebiet. Ich meine nicht. Dann kümmern wir uns um die Hauptquest. Auf, Erisch! Wir dürfen töten. Nicht die. Die wollt ihr nicht haben, warte mal. Du bist in... Oh, Erisch. Ja, komm, Goblins. Das ist das Gleiche. Was mach ich schon wieder raus? Bin schon wieder raus. Erisch, kann ich dich zur Adoption freigeben? Weißt du, ob das geht? Bin ich deiner Familie? Naja. Glaube nicht, oder? Ich hab mir nicht ausgesucht, dass du aus mir rauskriegst. Ich bin's ja auch nicht. Hoffe ich doch mal. Erisch. Das haben wir auch schon in der letzten Staffel geklärt. Erisch, als ich dich geboren habe. Seitdem bist du quasi auch ein Willi. Warum bin ich plötzlich dein Sohn? Also, ich würde dir zwar gerne zustimmen, aber tritt das ein Problem, Nick. Komm, ich rufe deinen Vater. Du bist das Erzeugnis zweier Willis. Böse Zungen würden behaupten, es hat sogar noch ein dritter Willi mitgemischt, aber wer weiß. Die Mutter? Okay. Also wenn Willis erst unter sich sind, ne, dann wird's krank. Was die Mutter? Frau Mortadella, ist sie es wirklich? Oh. Klar ist sie es. Da ist sie. Ich hoffe, sie unterstützt mich wieder. Wir. Erisch, wir hatten ja jetzt eine recht lange Aufnahmepause, ne? Ja, doch, hatten wir auf jeden Fall. Du warst ja unterwegs, genau. Richtig. Ging bei dir denn was Spannendes ab? Nicht allzu viel eigentlich. Ich hatte halt ich dachte, du arbeitest jetzt ich wollte darauf hinaus, dass du jetzt in der Grundschule arbeitest und ich hatte Hoffnung, du berichtest davon. Statt zu sagen so, oh ja, ging nicht so viel ab. Mach du mal weiter hier. Ja, es ist halt so, es war halt normale Arbeit in der Grundschule so, ne? Klar, ist ein bisschen chaotisch ab und zu mal. Mal ist auch ganz angenehm, aber. Ich unterstütze Wilhelm. Soll ich dazu groß erzählen? Ich fange tatsächlich nächste Woche in der Grundschule an. Bin schon sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Grundschule ist eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Lustigerweise fange ich sogar in der Grundschule an, wo Jesse arbeitet. Ich muss dich vorwarnen, 5- bis 6-jährige Kinder, also ich habe halt 5- bis 6-jährige in der Vorschule, bin ich irgendwie gerade so ein bisschen beschäftigt, die haben viel zu viel Energie. Ich weiß, dass die frech sind. Das Alter kenne ich schon aus dem Kindergarten. Und denk mal, je älter, desto frecher. Eigentlich nicht, nein. Meinst du? Sicher ist so eine Art Kurve irgendwie. Weil irgendwann halten sich die Kinder mehr an die Regeln, habe ich das Gefühl. Aber also dieses Alter 5, 6, 7, das ist schon. Das kann schon heftig sein. Irgendwann so mit 8, 9, so mit 9, 10 würde ich sagen, geht's dann meist besser. Okay. Erisch, machst du gleich auch einfach einen ungebufften Sandsturm haben was? Ich hätte wäre das ganz gut, ja. Warte. Ich mal kurz ein bisschen was hier abwerfen, täuschen, weg, helfen, Ende weg, komm. Ja, also ich komm tatsächlich. Also ich wechsle. Ich bin für 2 Wochen erste, zweite Klasse und für 2 Wochen dritte, vierte Klasse. Okay. Ja, und dann komme ich halt nochmal im März wieder. Na denn. Aber, weißt du, was problematisch ist? Ich habe direkt den ersten Termin für den Praxisbesuch bekommen. Das heißt, ich muss jetzt die nächsten Wochen richtig durchbuttern. Schon mein Angebot, plane Beobachtung durchführen und habe ich schon Lust drauf. Glaube ich dir. Vor das Beste ist die Zielformulierung, die ich tabellarisch noch notieren muss. Vor allem später, wenn man ausgelernt ist, ne? Das schreibt niemand mehr so exakt tabellarisch auf. Ich habe jetzt auch kein Dings mehr. Schade. Aber ich finde das irgendwie komisch, dass man das unbedingt in einer Tabelle machen muss. Letztes Mal habe ich Ärger dafür bekommen, dass ich einen Fließtext geschrieben habe. Weil Word-Tabellen, das sind so eine Sache, die kommen mit mir nicht gut in eine Kiste. Das geht einfach nicht.
Ich bin zu alt. Vor allem, dafür müde, du sagst, sozusagen, dass die Tabellen mit dir nicht zurechtkommen und nicht du andersrum. Als ob das alles. Keine Ahnung, als ob das die Tabellen wären, die daran schuld sind. Ja, richtig. Die könnten sich ja meinen Maßstäben für alte Leute anpassen. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Ich bin nicht umsonst Vorsitzender der Rentnervereinigung. Was ist denn los heute? Ich kriege ja gar nichts hier als Karten. Was macht Amanda? Warum unterstützt sie die da hinten? Warst du so Angriff? Ja. Sie unterstützt sie da hinten. Was soll das? Richtig. Warum hab ich das Ding nicht? Ich will das auch haben. Das kriegst du erst voll spät. Ich krieg das überhaupt? Hä? Krieg ich das überhaupt? Ja. Klar. Ganz sicher? Ja. Aber erst in der CK. Ist das nicht der komische Kritzauber, den du da bekommst? Krit und durchdringen? Auch, aber ich meine, also das kriegst du auf jeden Fall irgendwann, vielleicht noch später. Okay. Aber das kriegt man auf jeden Fall. Ich hab das schon bei meinem Balance-Charakter. Ja, dann ist ja alles gut. Wollte nur mal nachfragen. Wilhelm ist ja tot, war sehr gestorben. Oh Gott. Oh, irgendwann vorne von der Fledermaus zerbritzelt. Mann, mitten in unserem Gespräch stirbt er einfach. Der muss ich nochmal rufen. Ich hab mir jetzt mal schauen, ob du es merkst, aber jetzt hast du tatsächlich gemerkt. Wilhelm! Wir waren so vertieft in unser Gespräch. Ja, richtig, ich war da voll drin. In diesem Grundschulfilm. Grundschulfilm vor allem auch. Naja. Oh, ich war neulich bei meiner alten Grundschule, wo wir gerade bei dem Thema sind, weil da ein Babysitterkind von mir hingeht. Ich hab's dann abgeholt von der Schule. Okay. Und die hat sich voll verändert. Also es sind jetzt viel weniger Schüler als damals. Aber da wurde die OGS ausgebaut, weil inzwischen sind viel mehr Kinder als damals in der OGS. Weil ja, das ist damals, als ich noch jung war, war es ja noch so, dass viele Mütter auch Hausfrauen waren, wie meine Mutter ja auch. Nee, kannst du dich heute gar nicht treffen? Nö, irgendwie nicht. Weiß doch, der Willi. Du Frosch, kann das sein? Ja. In einem einzigen Kampf? Ja. Grundsolide, ne? Und was machst du diesen Kampf, hä, Erisch? Ich hab einen Peer gemacht. Ja. Ey, immerhin etwas. Komm. Hätte auch ein Sandsturm sein können, dann wären wir fertig hier. Weißt du, ich bin wie dieser eine Lehrer, der keine Einsen verteilen möchte. Der immer unzufrieden ist. Hey, der junge Willi. Oh, der hat doch recht Bock heute zu heilen, der Gute. Ach ja. Was ist das mit meinen ganzen Karten? Warum krieg ich denn eine Todesdauer auf die Hand gerade? Ich krieg mir nur einen 4 Skelettpirat auf die Hand, aber keine Sandstürme, keine Skorpion. Das habe ich eh nicht mehr drin, aber. Keine... Ein Strahl? Nee, auch nicht. Weißt du was? Wirklich nicht auf der Hand. Ich ruf gleich Wilhelm, der bringt's dann zu Ende. Der hat's verdient, aber nachdem er in diesem Kampf schon gestorben ist. Erst also töte ich den da links. Oh. Vor allem, weißt du, was ich mich frage? Wenn jetzt jemand an uns vorbeiläuft, ne, er muss doch denken, wie lange braucht ihr eigentlich für diesen Kampf hier? Das ist hier so ein Straßenkampf und wir stehen hier so mit diesem Außenring-Gehilfen, als wären wir voll aufgeschmissen. Zwei Gehilfen, die hat mal reingehilft, du hast recht. Vielleicht bringt es ja Frau Mortadella auch hier zu Ende, dann lohnt es sich nicht, Wilhelm zu holen. Und, was macht sie? Nee, sie frischt nochmal auf. Wilhelm! Weißt du, Wilhelm hat ein bisschen was von Tyson. Ich habe heute echt keine Zauber auf der Hand, was die irgendwie auch Schaden machen will. Was ist denn los hier? Findest du nicht? Wilhelm ist einfach da und schon legendär. So ein bisschen wie Tyson. Durchaus. Tyson ist halt eine wahre Legende. Richtig. Und einfach immer da. Egal wo du bist, Tyson bedeutet dich oft Schritt und Tritt. Ja. Mit deiner göttlichen Präsenz. Das ist es. Das ist es einfach, Erisch. Weil es so schön aussah, hat sie es gerade gemacht. Ja klar, ich meine, die Animation ist halt schon ziemlich legendär. Ich finde auch, der sieht allgemein sehr schön Zauber aus. Oh nein! Ja, ist echt hübsch, eigentlich der Zauber, du hast recht. Ja, allein das Licht jetzt in der Mitte. Wilhelm, du packst es, wenn du verpatzt, schnappt sich sonst Amanda in den Kill. Komm schon, Wilhelm! Immerhin, irgendwer wird schon machen von den beiden. Na richtig. Ich ziehe den Kampf ein bisschen noch in die Länge. Ja, mach doch nichts, ich doch auch. Wenn schon, gehe ich hier mit vollem Leben raus. Hauptsache mehr Schaden. Wilhelm, das kannst du nicht entgehen lassen. Hau zu, mein Junge! Hau zu! Los, Wilhelm! Nein! Oh. Wilhelm! Los, Amanda, hau zu! Jetzt sind doch alle unfassbar blind heute. Diese Legenden. Diese Legenden. Oh mein Gott, okay, dürfen wir jetzt oder machen wir jetzt weiter? Nein,
Nein, Wilhelm packt Wilhelm, das. Wilhelm darf, alles klar. Wilhelm macht das. Hier, Wilhelm. Gib alles. Hast du gerade Leckflick alle gegeben dazu? Natürlich. Sehr gut. So gehört sich das. Okay, Wilhelm, das wird ein mächtiger Angriff. Dein Moment ist gekommen zu strahlen. Strahl wie der hellste Stern am Himmel, Wilhelm. Jawohl. Es wird ein epischer Bosskampf, dass sie einfach ist. Boah, Wilhelm! Schmerzen. Damit hätte so wie jeden Gegner in Buktopia töten können. Das stimmt. Alle sind wir ja nicht mehr. So, der Kampf war lang. Oh, was? Bin ich ehrlich. Aber wir haben den Stallschlüssel. Ja, jetzt können wir die Pegasi befreien. Auch wenn ich immer auch dafür bin, dass der Plural Pegasusse sein sollte. Warum fliegen die eigentlich herum, während wir sie befreien müssen? Du warst erfolgreich. Dank dir wird das Wolkennest sicher sein. Ah nee, es war nur, damit er abschließen kann. Upsi. Als die Goblins hier ankamen, habe ich mich ein wenig umgesehen, um mehr über ihr plötzliches Auftauchen herauszufinden. Und ich habe entdeckt, wo sie herkamen. Okay, wo kamen sie her? Aus einem magischen Portal. Aha. Ein Stück weiter die Straße hinab befindet. Du solltest es sollen wir uns das noch angucken und danach folgen Ende Irisch? Davon erzählen. Oh, ist es schon so spät? Also ja. Ist die Folge schon so lang? Ja, okay, nee, was haben wir bisher gemacht? Wir haben die Ranken geschnitten und diesen Kampf. Okay, der Kampf war lang. Ja, aber gut, damit können wir es nicht belassen. Ich meine, Gott, ist echt nicht. Wir müssen jetzt hier noch was nachlegen. Vor allem nicht, nachdem wir auf 4 Folgen im Olymp waren, oder? Waren es 3 oder 4? 4. Du untersuchst das magische Portal. Es wäre wahrscheinlich eine schlechte Idee, damit herumzuspielen, bevor du... Einfach mit rumspielen, wie so ein Kind. Komm mal an, so... Oh Mensch, was ist das denn? Meister Waldemar, hier mal Grundschule. Wir sind zurück. Konnte er inzwischen in Erfahrung bringen, wir drücken wieder die Schulbank, Erisch. Apropos Grundschule, Nick. Hm? Und also so rumspielen in Grundschule. Ist euch mal aufgefallen, dass das Kinder einfach schaffen, alles... Aber auch wirklich alles kaputt zu machen, wenn sie wollen. Ja. Kinder und Dürme. Der Mann ist auch zerstörerisch. Damit in der Schule so mit ärgere dich nicht spielen. Es ist so, dass die ein Viertel von diesem Spielfeld halt, ich weiß nicht so richtig, ganz verraten, merke ich, fast im Kampf gelaufen. Ist einfach komplett ab irgendwie. Mit einem Klebestreifen wäre dann befestigt worden, der auch schon wieder halb abfällt. Mhm. Wie man es kennt. In der Mitte einfach so, so sehen auch alle Spiele im Kindergarten alles, aus. So irgendwie oder alles. In Grundschule. Alles abgekratzt irgendwie von der Beschichtung des Spielfeldes. Also. Ja. Das, was man spielen kann, ist echt fragwürdig. Aber hey, es geht irgendwie noch. Also. Ja, eben. Kann man nur fürs Nachmalen. Die Pflanzen, die du mir vorhin gebracht hast, stammen aus einer Welt namens Bornwald. Oh shit, wir wissen alle, wer aus dem Bornwald kommt. Die Frau Ekli. Wenn die Goblins durch ein magisches Portal kamen, dann stammen sie vermutlich ebenfalls aus Bornwald. Einer der Teilnehmer des Turniers kommt doch auch von dort. Das Schlagerheim Beatrice ist zurück. Wildböwald, ihr Name. Du hast sie sicher getroffen. Vielleicht kannst du sie einmal fragen, ob sie irgendetwas über dieses Portal weiß. Ich will nicht hoffen, dass sie etwas damit zu tun hat, aber besser wir fragen sie. Okay, aber Erisch, ich habe echt das Gefühl, es ist Folgenende. Ich weiß, ich habe das Gefühl, die Folge ist schon mega lang. Von mir aus machen wir jetzt halt Folgenende. Ja, denn in der nächsten Folge, die wird schon lang, da haben wir was Besonderes geplant. Denn Erisch, es wird unsere 100. Folge sein, die wir verbringen. Ja! Und da gibt's dann ein Special. Seid gespannt und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss! Tschüss!